So, dann wollen wir uns doch mal weiter auf dieser seltsamen Kirmes umsehen. Ja, wir sind ja jetzt auf der Rückseite des Zeltes, wo wir die beiden interessanten Brüder getroffen haben, deren Hauptattraktion wir ja wiederfinden sollen. Ihren Bigfoot, Yeti, was auch immer, Bruno und das Giraffenmädchen Trixie. Und wie der Zufall so will, steht genau hinter dem Zelt der Wohnwagen von der guten Trixie. Das wollen wir uns doch mal näher beugen. Das ist die Tür zu Trixies Wohnwagen. Hört sich an wie der Titel eines Country-Songs, Sam. Findest du? Okay. Können wir ihn Das aufmachen? kann ich nicht aufheben. Ich Aufmachen! glaube, das Schloss wurde schon dazu benutzt, mich am Betreten des Wohnwagens zu hindern. Kann Max es öffnen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Gut, dann eben nicht. Also können wir da nicht rein. Wäre auch zu schön gewesen. Das ist die Tür zu Trixies Wohnwagen. Ja, ich hab's verstanden. Es ist die Tür. Gut. Was können wir denn noch beugen, außer die Tür? Können wir uns echt nur die Tür von diesem Wagen, na, von diesem Wohnwagen ansehen? Anscheinend. Gut, dann schauen wir uns das an. Es ist ein herrliches Bratz das Viehspiel. Was? Bratz das Viech? Das ist Max. Nein, ich habe das da gemeint. Sieht so aus, als ob der Eingang der Kirmes hier drüben ist. Ich habe zwar auf das hier gezeigt, aber ist okay. Es ist eines dieser Kirmesspiele, die man unmöglich gewinnen kann und die einen finanziell ruinieren. Ich liebe den Kapitalismus. Er sagt, oh, ich liebe den Kapitalismus und rennt dabei irgendwo sonst wohin. Sehr schön. Es ist eine goldfischglasmäßige Vergrößerungslinse. Mein Kopf sieht sowieso schon wie ein Goldfischglas aus. Jetzt, wo du es sagst. Yay, spielen! Schauen wir mal, ob ich da Skills drin habe. Way. Oh, oder auch nicht. Way. Way. Woo. Woo. Ich hab's voll drauf. Ups. Jetzt habe ich Max auf den Kopf gehauen. Na, ah, nimm das! Ups. Way, Sieger! Ich habe 24 Mal getroffen. Wuhu! Krieg ich jetzt einen Preis? Ich habe etwas gewonnen. Cool. Nimm es. Oh yeah. Eine Taschenlampe. Hey, die kann ich sicher noch gebrauchen. Hey, dieser beschissene Preis hat ja gar keine Birne. Oh. Okay. Das heißt, ich kann die Taschenlampe nicht benutzen. Ja, sehr schön. Was ist das für ein Preis? Das ist echt ein beschissener Preis. Eine Taschenlampe ohne Glühbirne. Das ist natürlich sehr gut. Also müssen wir irgendwo eine Glühbirne herkriegen. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja gut, dann. Dann. Können wir das hier benutzen? Nein, du sollst das Spiel benutzen. Es ist kaputt. Oh, es ist kaputt. Kannst du das benutzen? Ich glaube kaum, dass mein Kopf künstlich über seine sowieso schon grotesken Proportionen hinaus verzerrt werden muss. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal hier links. Gone of Tragedy. Kegel der Tragödien. Oder Korn, wie auch immer. Siehst dir an. Ich wette, hier passieren im Jahr so zwischen 4 oder 5 gemeine Unfälle. Schön.
Okay. Max sagt einfach nur, schön. Na komm, dann reden wir mal diesen voll hart aussehenden Kerl an. Hi. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Genau. Er weiß überhaupt nicht, wovon wir reden, aber gut. Oh, du bist ein großer Junge. Deshalb sitze ich auch hier die meiste Zeit. Weil du ein großer Junge bist. Das ist interessant. Ich möchte mehr erfahren. Geht ihr Typen alle zum gleichen Tätowierer, oder was? Um ehrlich zu sein, denn sind keine Tattoos. Meine Haut ist so. Ja, sicher, klar. Als wenn du so geboren wurdest. Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind barfuß. Alles, was ich über Bruno weiß, ist das, was die Kaschmits mir erzählt haben. Nun, das war jetzt eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Den Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpeln da drin ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert sein könnte? Trixie, das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton. Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kegel der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass. Ich liebte es, wenn ihr Hals vor- und zurückwippte, wenn ich den Kegel voll aufgedreht hatte. Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Das hört sich an, hängt euch selber auf. Oh, dann wollen wir mal schauen. Oh, oh yeah. Oh yeah. Ach, wirklich ungefährlich sah das jetzt nicht aus. Och, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Oh, Feuer. Also, das Teil ist echt nicht ohne. Also, ich würde damit nicht fahren. Schon mal gar nicht, weil man da über Kopf hängt. Aber gut. Dann gehen wir mal hier links. Oh, ah, okay. Können wir da in dieses kleine Zelt reingehen? Vielleicht. Hör mal, steht einfach rein. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Habt ihr etwas verloren? Ich glaube nicht. Ich verlor meinen jugendlichen Enthusiasmus und mein knackiges, gutes Aussehen. Wenn ihr nichts verloren habt, dann verschwindet aus dem Funbüro-Zell. Wie empfindsam. Hups. Ich komme immer noch nicht über ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Habt ihr etwas verloren? Ich glaube nicht. Wenn ihr nichts verloren habt, dann verschwindet aus dem Funbüro-Zell. Ist ja gut. Wie empfindsam. Wir wollten uns das doch nur ansehen. Können wir das benutzen? Ich will das benutzen. Ich glaube nicht, dass ich die psychotischen Kräfte besitze, um die Glocke klingeln zu lassen. Gut, dann nicht. Dann vielleicht Max? Hey, Max. Was? Kannst du die Glocke klingeln lassen? Sicher. Och, Max, der schafft das bestimmt. Du bist mein Held, kleiner Freund.
springt einfach drauf. Läuft. Gut. Okay, die komischen Plakate hier können wir uns also nicht ansehen. Dann gehen wir mal weiter. Können wir noch irgendwas mit dem Feuerspucker besprechen? Wahrscheinlich eher nicht. Hey, Plombierer. Ja? Tut das nicht weh? Ganz schön. Ich glaube, es gibt dabei einen Trick. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht herausgefunden. Deine Dummheit gibt all denen Hoffnung, die sich wie ich am unteren Ende der Nahrungskette befinden. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Du könntest uns Fragen beantworten. Haben Sie mit Bruno gesprochen, bevor er flüchtete? Wie hätte ich das machen sollen? Er saß in einem Eisblock. Hey, ist ja gut. Hätte ja sein können. Was wissen Sie über Trixie? Absolut nichts. Wir haben nie miteinander geredet. Niemals. Wow, ihr seid ja super Kollegen, so wie es aussieht. Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Bumpo-Fan. Sonst noch was? Ich wette, Sie schaffen es nicht, die Flammen bis über das Zelt zu speien. Sieh gut hin, Waldi. Sonst noch was? Ich wette, Sie können keine Flammen aus Ihrem Hintern schießen lassen. Verschwinde. Amateur. Der war gut. Gut. Was war das? Gut, dann wollen wir uns mal zum Tunnel der Liebe begeben. Der nette Mann am Kegel der Tragödien hat uns ja gesagt, wir sollen da mal hingehen, weil sich da wohl ein Kumpel von Bruno aufhalten soll. Also schauen wir mal. Oh yeah. Das sieht doch sehr vielversprechend aus, oder Max? Komm, lass uns damit fahren. Wir brauchen ein Freiticket. Ein Freiticket? Wieso? Können wir nicht... Hä? Was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Oh! Das frage ich mich auch gerade. Irgendwie ist unser Inventar leer. Das müssen wir wohl verloren haben, als wir mit dem Kegel der Tragödien gefahren sind. Gehen wir doch nochmal wieder zurück. Hey du, weißt du, wo unsere Sachen abgeblieben sind? Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst du? Meine Sachen wieder haben? Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus denen Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für den Fundsachenzelt. Okay, gut. Also sind unsere Sachen im Fundbüro gelandet. Sehr schön. Ich wollte trotzdem noch mal mit dir reden. Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst du? Ist ansonsten noch etwas, was dir beim Thema Trixie einfällt? Nee, ich wünschte, sie käme bald zurück. Du bist sicher, dass du nichts über Bruno weißt? Nee, in dieser Beziehung bin ich schrecklich eigen. Aber vielleicht solltet ihr wirklich den Tunnel der Liebe ausprobieren. Ja gut, das werden wir dann ja noch machen. Aber erstmal tschüss. Wollte ich auch gerade sagen. Gut, dann müssen wir also jetzt erstmal ins Fundbürozelt. Ins Fundsachenzelt. Das ist ja kein Büro, sondern ein Zelt. So. Gut. Oh, ich glaube, ich muss da lang. Lauf! Gib alles! So. Benutze das mit dem Zelt. Ich komme immer noch nicht über Ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Habt ihr etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Wartet hier, während ich mal Klage durchwühle. Nun, dies ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen können. Alles äußern. Ich fühle mich wieder vollständig. Das ist wunderbar.
Schön, dass er für uns extra sein komplettes Zelt auf den Kopf gestellt hat. Yay, unsere Sachen sind wieder da. Moment, was ist das? Hey, das habe ich aber vorher nicht in meiner Tasche gehabt. Sehr schön. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. Das frage ich mich auch. Oh! Anscheinend können wir einen neuen Ort besuchen, aber dazu später, denn wir wollen ja immer noch zum Tunnel der Liebe. Aber schön, dass uns der nette Mann vom Fundsachenzelt einfach mal noch was anderes mit reingepackt hat. Aber das bedeutet, dass vorher irgendjemand beim Kegel der Tragödien gewesen sein muss. Gut, jetzt aber. Würdet ihr bitte dieses Schwanenboot nehmen? Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie! Max ist echt begeistert. Hui! Lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Milton. Der Himmel ist ein Ort, wo nie etwas passiert. David Bryan. Was für eine liebevolle Nachahmung von Evelyn Morrisons Klassiker Die Rache des Cuban Counts. Du solltest wirklich öfter ausgehen, Sam. Okay, kann sie mir nicht ansehen? Nein! Max liebt solche romantischen Augenblicke. Okay. Oh, das war's schon? Also, das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe eine Schwanenallergie. Oh, weia. Anscheinend haben wir da drin niemanden gefunden, aber es kann vielleicht sein, dass es zu dunkel war. Vielleicht müssen wir dort drin ja die Taschenlampe benutzen, aber für die haben wir ja dummerweise keine Glühbirne. Was machen wir also als nächstes? Yay, sind wir wieder hier. Glühbirne. Wo kriegen wir eine Glühbirne her? Hallöchen. Habt ihr uns noch irgendwas zu sagen? Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit ihm. Ja, mit mir. Mit ihm. Seid ihr sicher, dass es nichts mehr gibt, was ihr uns über Bruno erzählen könntet? Mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Das ist sehr informativ. Ich habe echt alles vergessen, was ihr uns über Trixie gesagt habt. Sie ist ein nettes Mädchen mit Vorliebe für lange Jungs. Gut. Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten. Unsere Haut ist von Natur aus grün und plastikartig. Grundgütiger. Er ist nackt. Wie du auch. Ja, aber ich bin niedlich und knuddelig. Schön, zurück zur Jedi-Jagd. Gut, ja. Wir können ja aber auch nichts irgendwie noch mitnehmen. So eine Schande aber auch. Ob wir vielleicht nochmal das Spiel ausprobieren sollten? Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Spiel. Gut, hier wollte ich jetzt eigentlich... Ist hier irgendwas drin? Nein, gut. Jetzt habe ich erstmal einen Umweg genommen. Auch sehr gut. Ich will nochmal spielen. Benutzt das. Los. Ja.
Ah, verdammt. Ha. Oh, so langsam wird's. Mist. Wuhu! Diesmal habe ich sogar 30 geschafft. Cool. Kriege ich noch einen Preis? Scheinen keine Preise mehr vorhanden zu sein. Ach verdammt, ich dachte vielleicht gewinne ich noch was. Hm. Max, was machst du da? Warum rennst du auf und ab? Lass das. Können wir nicht doch irgendwie die Tür öffnen? Ah, ach so, okay, ja. Was können wir denn damit benutzen? Können wir vielleicht das damit benutzen? Wahrscheinlich eher nicht. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Gut, dann nicht. Dann versuche ich was anderes. Können wir vielleicht das Ticket benutzen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ah, dann nicht. Ja, ich habe nicht viel, was ich da benutzen kann. Also, die Haare sicher nicht. Die Taschenlampe wahrscheinlich auch nicht. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, ich habe nichts wirklich, was ich für dieses Schloss benutzen kann. Max kann ich auch nicht benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, was anderes habe ich nicht. Ja, als ob das mit den Haaren klappen soll. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, gut. Dann soll das wohl nicht sein. Dann. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier auf dieser Kirmes auch gar nicht zu sehen. So wie mir scheint. Hier ist auch nichts, was ich wirklich noch mitnehmen kann. Oh! Okay, ich kann die Hand mitnehmen. Das ist natürlich auch sehr gut. Und hängt da eine Pistole? Das kann ich nicht aufheben. Das kann ich nicht aufheben. Ja gut, dann nicht, ey. Okay, anscheinend kann ich das nicht mitnehmen. Aber yay, ich habe jetzt eine Hand. Auch wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Jesse James, abgetrennte Hand. Und sie zuckt noch. Uah. Womit kann ich die benutzen? So, gehen wir nochmal nach draußen. Kann ich vielleicht... Moment. Kann ich vielleicht die Hand benutzen mit dem Schloss? Wahrscheinlich nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ah, ja gut, dann soll das nicht sein wohl. Wo schön, dass wir die Hand einfach mitnehmen konnten. Wunderbar. Ja, gut. Mehr gibt es hier anscheinend wirklich nicht zu sehen. Ist ein bisschen schade. Ich hatte irgendwie das anders in Erinnerung, dass es irgendwie hier noch mehr zu sehen gab, aber anscheinend nicht. Ja gut, dann schauen wir uns doch einfach mal den anderen Ort an, der sich uns geöffnet hat. Hier, da wo der Fisch ist. Fahren wir einfach mal da hin. Oh, yay. Sieht friedlich aus hier. Fischfutter. Oh yay. Fischfutter. Ja gut, ich hab's verstanden. Und hier ist ein dicker Fisch. Nur ein entferntes Grollen. Du hättest daran denken sollen, als wir weggingen. Ho? Oh. Ein Hubschrauber.
Okay, weg ist er. Was für ein großes Filetstück. Ich nenne es Bubbles. Okay, was wolltest du gerade sagen? Er hat irgendwas angefangen, aber gut, dann nehme ich. Das ist ein großes Fischnetz. Ja, gut. Sieht ja sehr interessant aus hier. Welt der Fische. Oh, yeah. Oh, da ist ein nett aussehender Fischer, mit dem wir reden können. Angler, wie auch immer. Ja gut, aber ich würde sagen, mit diesem netten Herrn hier unterhalten wir uns dann im nächsten Part. Seid gespannt, wie es weitergeht bei Let's Play Sam & Max Hit the Road. Das war's soweit von diesem Part und wir sehen uns zu Part Nummer 3 wieder. Also Leute, bis dann. Tschüss.